So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einer neuen Info. Es ist wieder eine neue SBC erschienen in der Datenbank, die vielleicht heute oder morgen erscheinen wird. Aber ich gehe davon aus, dass die heute Abend erscheinen wird. Dazu gleich mehr. Und dann, warum ich die Florenzi SBC gemacht habe. Und dann seht ihr noch mein UCL Premium Upgrade Pack oder wie man es nennen soll. Bevor wir damit alles anfangen, würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram oder Twitter folgt. Auf beiden Plattformen heißt ich TheRealPaints. Auf Insta sind wir kurz vor den 800 Abonnenten, also würde mich freuen, ja, wenn ihr Insta abchecken würdet. Ich mache diese Werbung noch nicht mal, weil ich hier irgendwie irgendwas erreichen will. Es ist einfach sehr wichtig, auch fürs Trading in Zukunft. Hier poste ich mal, wenn es ein neues Video gibt. Dann poste ich hier Fragen, ob ihr Draft oder FAQ sehen wollt. Nehmen wir mal FAQ. Ah, geht hier nicht am PC, okay. Ich glaube, es war eine 50-50 Abstimmung. Hier habe ich dann gestern 10 vor 7 gezeigt, dass ihr gleich Champions League Spieler snipen könnt, wenn diese SBC rauskommt, und sie ist rausgekommen. Ich habe zum Beispiel dann auch die Spieler gesniped und so weiter. Habe 60-70.000 Gewinn gemacht, das sehen wir aber gleich alles. Ja, deswegen, wer mir auf Instagram folgt und auch diese Sachen gestern Abend noch gesehen hat, hätte sehr viel Gewinn machen können. Dann habe ich hier gepostet, dass ich Florenzi gemacht habe. Dann habe ich hier eine Abstimmung gemacht, ob Stream oder Video. Deswegen, ich bin sehr, sehr aktiv auf Instagram. Also checkt es sehr, sehr gerne ab, würde mich sehr freuen. Und ja, wer mich noch unterstützen will, oberster Link in der Videobeschreibung, MOGA-Link. Wer darüber was kauft, vielleicht PSN-Karten oder sonstiges, unterstützt mich dabei, bekomme eine kleine Provision. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Also wenn ihr es machen wollt, alles natürlich freiwillig. Aber ja, allgemein Dank für euren ganzen Support. Wir sind schon wieder 4600 Abonnenten. Wir sind, glaube ich, mittlerweile 4620 Abonnenten. Also kranker Support, danke dafür. Und jetzt fangen wir mal wirklich an mit dem Video. Okay, hier seht ihr schon die ersten Verkäufe via Matuidi. Dazu kommen wir gleich. Ein Dembélé kommen wir auch gleich zu. Dann sehen wir ein Birki. Schaut euch die Preise an, für wie viel ich sie verkauft habe. Und jetzt sagen sie, Paints, hast du investiert? Was hast du gemacht? Nein, ich habe meine Lieblingstrading-Methode mit der Flipping-Trading-Methode angewendet. Um 19 Uhr ganz schnell hier bei FIFA reingegangen unter SBCs. Geschaut, was gekommen ist. Hab gesehen, diese SBC ist wieder zurückgekommen. Bin dann auf L2 gegangen und bin direkt auf Birki gegangen, weil ich habe mich schon vorher bei Footbin Spiele anguckt, die gerade billig sind, die man dann einbauen kann, wenn diese SBC kommt. Habe ich mit Birki alle für 4.000 bis 5.000 mitgenommen und habe mit jedem meinen Preis verdoppelt. Ihn hatte ich für ungefähr für 4.000, 5.000 Preis verdoppelt. Ja, 4.000, 5.000 und sie alle auch. Also mindestens überall mindestens 4.000 Gewinn. Und dann ist es am Ende ein Gewinn mit Birki allein von 30.000. Ja, nur mit diesen 7 Birkis hier. Ja, und so viel Gewinn kann man machen, einfach mal so auf schnelle Welle mit der 19 Uhr Trading Methode. Ich sag's euch, probiert es aus, es läuft so, so gut damit. Ich habe auch gestern Nachrichten auf Insta und Twitter bekommen, dass auch viele andere ausprobiert haben oder gestern gemacht haben und auch sehr, sehr gut Gewinn gemacht haben. Dann haben wir das Investitionsvideo, was ich vor 2-3 Tagen gebracht habe. Ihn zum Beispiel hatten wir für 1.000 glatt geholt, 3.7 weg, 2.000 Münzen Gewinn. Dann hatten wir ihn für 1 glatt geholt, sind auch nochmal 2.5 Gewinn. 1k geholt, 3-2, ist auch nochmal 2-2 Gewinn. Und das waren nur die Investitionen. Ich habe auch Investitionen ein paar gelöscht, weil meine Transferliste komplett voll war. Ich zeige es euch auch nochmal kurz hier in einem kurzen Clip. Ihr seht, das hatte ich gestern aufgenommen, bevor ich die Verkäufe gelöscht habe. Ja, die Birkis hatten wir jetzt gerade schon, Rafinha auch. Aber Smalling zum Beispiel, ja, ich gehe es jetzt ziemlich schnell durch. Aber ihr seht, die Gewinne sind auf jeden Fall am Start. Wie ein Bravo, der ja leider zu günstig weggegangen ist. Aber ein Arthur für 3-9. Hatten wir für 1-1 oder so geholt oder 1-2. Ein Zillissen, die zweimal für 2-7 weggehen, hatten wir für 900 Münzen geholt. Deswegen, wer das Investitionstipp verfolgt hat und auch investiert hat, hat sehr, sehr gut Gewinn gemacht. Hier haben wir diese Spieler, mit denen habe ich nicht investiert, auch keine 19 Uhr Trading Methode. Hier habe ich einfach nur gesniped von der letzten Woche, das Sniping-Filter zu den Champions League Karten. Brozovic dreimal für 2000 Münzen bekommen. Das sind hier einmal 5000 Gewinn und hier knapp 5000 Gewinn. Ein Sola hatten wir für 3000 bekommen. Sind 8000 Münzen weggegangen, auch 5000 Gewinn. Hier, die hier haben wir alle unter 5000 bekommen, sind auch immer 1.000, 2.000 Gewinn. Das sind hier die Investitionen, wie wir gerade gesehen haben. Ihn hatten wir im Pack gezogen, diesen UCL 3 Spieler Set, müsst ihr nicht beachten, das haben wir jetzt gerade gesehen. Da habe ich ja doch nicht alles gelöscht. Dann habe ich seltene Verträge einfach für 400 Münzen reingestellt, ihr seht, sie gehen auch weg. Alles in einer Stunde weggegangen. Ja, und das sind ja einfach noch Spieler, die wir haben, so im Verein, sind eigentlich auch nur noch Verträge, wie wir sehen. Insgesamt haben wir gestern einen Gewinn, ich glaube, von 75.000 Coins gemacht. Nicht viel investiert, ich glaube, insgesamt haben wir 15.000 investiert. Plus 19 Uhr Trading-Methode, plus Sniping-Filter, sind wir bei über 70.000 Gewinn, was wir gestern gemacht haben. Dann habe ich diese UCL-Upgrade-Sets gemacht aus dem Verein. Ich hatte viele Goldspieler, konnte mir dann dieses Premium-Set für 10.000 Coins machen. Ich musste nur einen Millik kaufen von Napoli für 10.000. Was ich da gezogen habe, seht ihr jetzt einmal im Hintergrund eingeblendet. Okay, komm, UCL Premium Set, Jenner. Okay. Komm, Walkout, let's go. UCL Live wäre gut. Oder Man of the Match. Ah, das wird Man of the Match. Komm, Messi. Nein, Team of the Group Stage.
Ach Gott, fick mein Leben, Alter, komm. Ey, das ist krass, Alter. Ja, nichts Gutes. Ich habe bis jetzt 4 Stück davon gemacht. Einmal Felipe Luis, ein Jordi Alba, ein Fekir und ein Dzeko. Also außer Jordi Alba ist keiner eigentlich spielbar. Sind doch schon alle wieder verschwunden. Wenn ihr euch fragt, wohin sind sie verschwunden? In die Florenzi SBC. Kostet laut Footbin 200.000. Wo ist sie denn? Hier. Kostet laut Footbin 200.000. Ich habe für die SBC 40.000 bezahlt. Aus den Packs haben wir einmal Matuidi gezogen, deswegen auch auf der Transferliste Matuidi. Ein Dembélé für 6.000 weggegangen, ein Martial für 6.000 weggegangen. Wenn wir das alles abziehen, sind wir ungefähr am Ende bei 15.000, 20.000, die wir für ihn bezahlt haben. Und dann ist die Frage, Paints, warum hast du dir ihn gemacht? Wie ihr seht, habe ich Florenzi ja mir geholt, weil ich habe Manolas und Juan Jesus untradable als SBC. Und dann hat er einfach perfekt reingepasst, habe es jetzt ein Spiel mit ihm gemacht und sieht ganz geil aus. In 1-2 Wochen kommt das Team of the Season, aber wenn man 20.000 bezahlt oder 30.000, sagen wir mal, für so einen krassen Spieler, dann ist es trotzdem noch okay. 30.000 hole ich alleine morgen mit den Division Rivals Coins wieder raus. Und ja, jetzt kommt die Frage, lohnt sich Florenzi? Von den Stats her lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr untradable Spieler habt, wie ich, wie ein Casemiro, ein Felipe Luis, ein Fekir, ein Dzeko, die ich alle abgegeben habe. Ein Glick 85er Inform untradable. Ich hatte einen Dante 85er in Rot. Ich habe so viele Untrades gehabt. Wenn ihr sehr, sehr viele Untrades habt und ihn irgendwie einbauen könnt wie ich, dann lohnt er sich. Ich würde sagen, solange ihr unter 100.000 Coins seid, egal ob das Tots kommt, lohnt es sich auf jeden Fall. Ansonsten alles drüber wäre etwas zu viel. Vergesst nicht, EA bringt auch diese SBCs raus, um euch Coins wegzunehmen fürs Team of the Season, dass ihr weniger Coins habt und gezwungen seid, FIFA Points aufzuladen, dass ihr wieder Coins habt. Und da können wir perfekt rüber switchen zum nächsten Thema für heute. Okay Leute, bevor es weitergeht, ich hatte vergessen, das Gewinnspiel aufzulösen. Den Gewinner werde ich jetzt anschreiben, wenn das Video online ist. Habe ich den Gewinner schon angeschrieben. Checkt also eure Insta, Twitter, DMs ab oder was ihr sonst angegeben habt für eine Plattform. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Let's go. In der Datenbank ist eine garantierte Flashback SBC draußen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob sie es dann am Ende wie ein Player-Pick machen, wo man 3-5 Spieler zur Auswahl bekommt und einen aussuchen kann, oder ob sie es wie ein normales Pack machen. Ich glaube nicht, dass man sich über sowas freuen soll. Klar, viele denken, die nicht so weit denken, oh, EA bringt Content, let's go, aber sie machen es nur, um euch Coins wegzunehmen für das Team of the Season. Hier steht in der Datenbank, ein Flashback-Spieler released vom Oktober 2018 bis März 2019. Also, wer in diesem Monat erschienen ist als Flashback-Karte, kann man nicht in den Pack ziehen. Bedeutet zum Beispiel, ein Podolski kann man nicht ziehen, da er ja jetzt im April erschienen ist. Und dieser SBC wird kommen. Man wird bestimmt wieder 70.000 bis 100.000, wenn nicht mehr, ausgeben für die SBC. Ich sag's euch, macht diese SBC auf jeden Fall nicht. Ja, oder wenn sie kommt, macht sie nicht. Behaltet die Coins fürs Team of the Season. Am Ende gibt's da nicht viel, was man ziehen kann, wo man gut Gewinn macht. Das sind nicht mal alle Spieler, die man bekommen kann. Zum Beispiel ein Podolski kann man nicht bekommen. Aber das sind alle Flashback-Spieler, die bis jetzt erschienen sind. Und hier könnte ich sagen, von meiner Seite aus, Ibrahimovic habe ich gemacht. Es würde sich wirklich nur vielleicht ein De Rossi noch lohnen, wegen Florenzi Manolas. Oder ein David Luiz, ein Vidal vielleicht. Storage habe ich schon. Sonst viel mehr bräuchte ich gar nicht von hier. Sind klar geile Karten. Aber lasst euch nicht in den Bann ziehen und denkt, ah geil, ein paar SBCs machen. Euch am Ende fehlen euch 200.000 fürs Tots, wo ihr euch viel, viel geilere Spieler holen könnt. Das gleiche ist mit Florenzi. Bezahlt nicht zu viel für ihn, wenn ihr ihn euch machen wollt, weil am Ende kommt das Team of the Season und da wird es sehr, 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 sehr viele Alternativen geben für einen deutlich geringeren Preis. Behaltet die Coins fürs Team of the Season, kann ich euch nur sagen. Da kann man auch sehr, 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 sehr gut traden. Dazu dann übermorgen ein Video zum Tots FAQ, also ein Fragen-Antworten-Video zum Tots. Wenn ihr nochmal Fragen habt zum Tots, schreibt es gerne in die Kommentare. Morgen damit ein Livestream, ich kündige es jetzt schon mal an. Ich weiß nicht genau, wann ich live gehen werde, vielleicht 13, 14, 15, 16 Uhr. Macht die Glocke aktiv, wenn ihr morgen im Stream dabei sein wollt. Und dann nochmal ein, zwei Mini-Tipps von mir, wenn ihr unbedingt diese UCL Premium Upgrade SBC ein bis zweimal abschließen wollt. Auch wenn ich es euch nicht empfehlen würde, diese SBC zu machen, da sie sehr teuer ist, dann tut mir den Gefallen und macht diese UCL Upgrade Packs, weil der damit sehr, 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 sehr billiger rauskommt, als wenn ihr diese Spiele einzeln kauft. Macht diese SBC, kostet euch vielleicht 5, 6, 7k. Und da bekommt ihr zwei seltene Spieler drin. Ich hatte da zweimal einen Walkout drin, wofür ich eigentlich 40.000, 50.000 bezahlt hätte, da sie alle wieder überteuert sind. Deswegen, wenn ihr unbedingt so eine SBC davon machen wollt, dann tut mir den Gefallen, macht diese UCL-Upgrade-Dinger. Und diese UCL-Upgrade-Dinger steckt ihr dann hier rein, kommt ihr ziemlich, ziemlich billiger von weg. Okay, dann verabschiede ich mich vom Video, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus, wir sehen uns dann morgen wieder mit einem Livestream. Checkt Insta und Twitter ab, haut da rein und ciao.